Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. An erster Stelle stehe das Menschenleben und die Sicherheit, sagte Viktor Orbán nach der Sitzung des zum Schutz gegen das Coronavirus aufgestellten Krisenstabs. Der Regierungschef erklärte, die in Ungarn vorgenommenen Sicherheitsmaßnahmen würden sich in erster Linie auf die Einzelfälle konzentrieren. Zuerst müssen wir uns mit den Menschenleben betreffenden Fragen befassen. Dies hat Priorität. Nachher können sich die Finanzfachleute mit der Prüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Diese wird eine spätere Aufgabe sein. Darüber sprach Viktor Orbán nach der Sitzung des Krisenstabs. Der Ministerpräsident teilte mit, Ziel der Verhütung sei jetzt, dass die Einzelfälle in Ungarn keine massenhaften Fälle würden und keine Infektionszentren entstünden, die zu gruppenweisen Erkrankungen führen könnten. Ich möchte jeden bitten, zwei drohende Gefahren zu vermeiden. Die eine wäre, die durch das Virus und die Infektion verursachten eventuellen Schwierigkeiten zu bagatellisieren. Die andere wäre, Panik zu machen. Die effiziente Vorbeugung fordere von jedem Anstrengungen, betonte der Regierungschef, der alle bat, die Abwehr nicht ausschließlich als Aufgabe der Behörden zu betrachten. Viktor Orbán bat zugleich auch die Ämter um präzise Arbeit und Ausdauer. Er fügte hinzu, die Regierung habe die Aufgabe, die notwendigen Finanzmittel für den Schutz gegen das Virus bereitzustellen. Daran wird es nicht mangeln. Ich darf sowohl den Fachleuten als auch der ungarischen Öffentlichkeit versprechen, dass die Finanzen den Kampf gegen das Virus nicht einschränken werden. Ich bitte alle Bürger Ungarns, kooperativ zu sein und Verständnis zu haben, wenn sie die Erfahrung machen, dass der Kampf gegen das Virus Unbequemlichkeiten mit sich bringt. Der Ministerpräsident sagte, spätestens am nächsten Dienstag werde entschieden, ob das Zentralfest am Nationalfeiertag, dem 15. März, veranstaltet werde. Bei anderen Programmen werde es vorerst den Organisatoren überlassen, ob diese durchgeführt würden oder nicht, fügte Viktor Orbán hinzu. Der Premier hob hervor, sollte sich die Situation verschlechtern, könne der Krisenstab auch über das Verbot von Programmen entscheiden. Immer mehr Details werden zu den beiden Studenten aus dem Iran bekannt, die derzeit in Ungarn studieren und bei denen das Coronavirus festgestellt wurde. Einer von ihnen soll an der Universität St. Ishtvan immatrikuliert sein, soll sich allerdings seit seiner Rückkehr aus dem Iran nicht auf dem Unigelände aufgehalten haben. Die zweite Person sei Student der Universität Semmelweis. Dieser soll hingegen nach seiner Rückkehr nach Ungarn eine Woche lang an einem Seminar teilgenommen haben. Beide seien in gutem Zustand, fieberfrei und sollen nur leichte Symptome zeigen. Die Untersuchung beider Verdachtsfälle dauert noch an. Außer ihnen stehen auch ihre Partnerinnen abgesondert unter Beobachtung. Am Mittwochabend wurde festgestellt, dass zwei in Ungarn studierende iranische Studenten mit dem Coronavirus infiziert seien. Sie wurden beide ins St. Laszlo Krankenhaus geliefert. Sie haben leichte Symptome, sind fieberfrei und werden auch derzeit untersucht, sagte der zuständige Chefarzt im Zentralkrankenhaus Südbudapest. Ein Coronavirus-Patient gilt als geheilt, wenn aufeinanderfolgende Untersuchungen kein Coronavirus in seinem Körper mehr nachweisen. Dies dauert normalerweise 10 bis 14 Tage ab Beginn der Krankheit, kann jedoch von Person zu Person unterschiedlich sein, sagte der Virologe. Auf der Pressekonferenz des Krisenstabs sprach der Minister für Humanressourcen darüber. Man müsse genau herausfinden, mit wem die iranischen Studenten in Kontakt gekommen seien. Er fügte hinzu, das ungarische Gesundheitswesen sei gut vorbereitet. Es gebe genügend Ärzte und bei Bedarf könnten die vorhandenen Krankenhauskapazitäten weiter ausgebaut werden. Derzeit befinden sich 24 Personen im St. Laszlo Krankenhaus in Ungarn in Quarantäne. Mit klassischer Musik, Jazzkonzerten und verschiedenen Vorstellungen werden die Besucher zum Festival mit dem Titel Bach für alle erwartet. Es werden Programme in über 100 Schauplätzen im gesamten Karpatenbecken organisiert. Wenn man nur die Schulen betrachtet, veranstalten wir über 50 Programme, um das aktive Musizieren über Bachs Musik in den Unterricht hineinzubringen. Wir besuchen damit auch Krankenhäuser, aber unser Festival ist auch an anderen Schauplätzen, wie zum Beispiel auf Freilichtbühnen, in Einkaufszentren oder auf Bahnhöfen präsent.
Der März ist der Monat der Höhlen in Ungarn. Der Nationalpark Oktelek trat auch in diesem Jahr wieder der Programmreihe bei. Das Naturschutzgebiet beherbergt das UNESCO-geschützte Borodler-Höhlensystem. Jeden Tag werden Touren in der 2,5 Millionen Jahre alten Höhle organisiert, welche reich an Stalaktiten ist. Im Laufe des Monats werden vor Ort auch besondere Programme veranstaltet. Der Winter wurde im Skipark Matrosend István verlängert. Durch vorübergehende Abkühlung und anhaltende Beschneiung ist das Skifahren ab heute wieder möglich. Die Skischule ist auch wieder geöffnet. Jetzt gibt es 3 Pisten und die gleiche Anzahl von Skiliften. Die Betreiber hoffen, dass der am Freitag versprochene Schneefall die Skisaison auf der Matra bis Mitte März verlängern wird. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.